Tod, jetzt setzt er die Riesen. Ist natürlich gut gedacht, man sollte die Riesen etwas früher setzen. Zwei Heilzauber, natürlich. Ist natürlich eine gute Idee, zwei Heilzauber übereinander zu setzen. Also, Leute, zwei Heilzauber heilen doppelt. Hallo meine lieben Freunde, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play C&C hier am Start. Und ja, heute habe ich mir, wie es ja bestimmt eh schon in der Videobeschreibung sehen werdet, habe ich mir was ein bisschen überlegt. Und zwar werde ich zwar werde ich ein paar Wiederholungen zeigen und so eine kleine Wiederholungsfolge machen. Vielleicht heißt die Folge Wiederholungen oder die Folge heißt Clankrieg oder irgendwas. Apropos Clankrieg. Kann ich noch mal ganz kurz was zu sagen? Und zwar war ich, erzähle ich kurz die Geschichte. Ich war mega angepisst, weil einfach Juju, der Killer hier, hat einfach Clankrieg gestartet. 15 gegen 15. Wir haben jetzt halt immer verloren, 15 gegen 15, weil wir jetzt einfach nicht geprobt sind. Hat schlechte Leute reingetan, die nicht angreifen können. Alles. Ich bin so ausgerastet, hab den kassiert. Juju, der Killer, wenn du das Video guckst, entschuldige mich echt bei dir. Schreib in die Kommentare, wenn du zuschaust. Aber ich entschuldige mich echt bei dir. Ich hoffe, du. Nimmst das an, ich bin ein bisschen zu ausgerastet, also es war ein bisschen übertrieben. Ich habe halt nur, weil, du kannst ein bisschen vielleicht auch verstehen, was in meinem Clan. Auf einmal startest du Clan 15 gegen 15, ich kann nicht mehr abbrechen, es war schon zu spät und dann sind da Leute dabei, die nicht angreifen. Also, Juju, der Killer, du wirst auch verstehen, dass wir Clan normalerweise verloren hätten. Wir hatten nur extrem Glück, dass der Gegner so schlecht war. Um das auch noch dazu zu sagen. Leute, schaut sich den Gegner an, guck mal, wie schlecht der war, wie man auch total schlecht, aber dass wir dann so viele Schlechte auch dabei hatten. Also, Jürgen, du hast mal Glück gehabt, ich hätte dich Vize gemacht, weil du es heute verdient hattest. Ja, Mirko, sorry. Und Dematis habe ich zum Ältesten degradiert. Jasen habe ich auch noch drin gelassen. Das sind also grenzwertige Leute, der ist von alleine rausgegangen. Ja. Der ging ein bisschen, hat eigentlich ziemlich oft angegriffen, aber auch ziemlich oft gefailt, wie ihr seht hier und so. Wir haben gewonnen, ich zeige jetzt einfach mal die spannendsten historischen und besten Angriffe und dafür gehen wir auch jetzt auf Kriegsstatistik und gehen aber auf. Oh, nice! Besondere Kämpfe! Nice! Nice, beide Angriffe von mir. Ich habe für meinen Bruder angegriffen. Mein Bruder ist ja Frankfurt 54, ich habe für ihn angegriffen. Historische Verteidigung, historische Angriffe. Nice! Und zwar. Schauen wir uns doch mal meinen Angriff an. Das wollte ich ja eben machen und mein Angriff ist ein historischer Angriff. Er ist historisch. Und wir schauen uns einfach mal an. Und zwar greife ich jetzt Nummer 9. Die Nummer 5 war schon mal ziemlich stark von mir war, Leute. Dafür könnt ihr gerne den Like-Button nach oben drücken für diese Aktion. Nein, Spaß. So, ist mein Golem, dann die Maulbrecher. Das wird mein erster Angriff. Dann die Magier, dann den König. Dann den Heilzauber, nicht so gut gesetzt, muss ich echt zugeben. Wutzauber sind dann im Endeffekt doch. Naja, die Golems sind aber nicht im Wutzauberradius und so. Da war ich schon. Ja, der Angriff war schlecht. Ach, das war der Angriff. Ja, der Angriff war ziemlich schlecht. Hier war ich schon so ein bisschen angepisst. Scheiße. Was geht hier ab? Warum laufen die Truppen so kacke? Golems war nicht im Zauber drin. Und der Zauber ziemlich schlecht gesetzt. Da kommt noch die Klarenburg. Das war echt so ein dramatischer, schlechter Angriff. Muss ich echt zugeben. Giftzauber draufgehauen. Der Angriff war echt nicht gut gemacht. Also muss ich sagen, Leute. Dann die drei Päcker. Päcker Level 2 aus der Klarenburg. Meine drei Päcker. König gezündet. Magier haben zurück aus den Drachen und den Ballon getötet. Päcker dann darum, dann dachte ich schon, oh shit, ein Stern, okay. Aber dann die Päcker laufen effektiv auf die Base zu. Und ich zeige auch noch, glaube ich, einen Angriff von mir, ich weiß es noch nicht. Hier will ich euch mal ein paar Wiederholungen zeigen. So, dann hier Päcker machen die Mauer auf, Heilzauber noch drauf, mit jetzt um den Schaffen. Was hat glaube ich, Geschwindigkeit, dann Magier zum Down. Und dann sind die auf Rathaus, ich habe mich mega gefreut, denn das waren dann noch die zwei Sterne, sehr, sehr sauber. Drei waren es natürlich dann nicht mehr, deswegen kann ich auch 4-fache Geschwindigkeit machen. Päcker haben noch ein bisschen aufgeräumt. Ich mache extra 4-fache Geschwindigkeit. Da habe ich heute ein paar mehr Angriffe euch zeigen möchte, da haben wir ein bisschen aufgeräumt. War es aber gar nicht so schlecht, es hätten sogar fast 100% werden können. Naja, dafür hat noch ein bisschen was gefehlt, aber ihr seht ja schon, wie die Päcker rasiert haben. Da fehlt nicht mehr ganz so viel. Naja, waren im Endeffekt 78%. Erster Angriff ziemlich sauber, dann das Nummer 9, die Nummer 5 war natürlich ziemlich gut. Dann schauen wir uns auf jeden Fall einen Angriff an vom lieben Nunu. Schöne Grüße an dich in dem Moment. In dem Moment. So, wir können uns natürlich alle Angriffe anschauen. Es waren sehr viele. Sehr spannend, aber schauen wir uns vorher noch, bevor wir Nunus Angriff anschauen, schauen wir uns noch meinen an. Und zwar habe ich kurz vor Schluss,
Der Klang noch 10 Sekunden ging, habe ich noch schnell Nummer 1 angegriffen, weil ich mir dachte, so komm, ist zwar asozial, mache ich eigentlich nicht, aber ich gehe auf Siegbonus. Hat eh nicht geklappt, Leute. Hat eh nicht geklappt. Es war halt so ganz knapp am Schluss, ich musste halt irgendwie angreifen und dann so, ja komm, gehe ich auf Siegbonus, musste mich halt schnell entscheiden, konnte die Nummer 1 dann immer besuchen, habe ich den, oh, die ist ein bisschen overpower. Naja, warum mache ich jetzt hier Geschwindigkeit? Hatte ich den entweder im Zauber mitgenommen, da ich wusste, dass der Drachen die CB hat, bringt dir dann eh keinen Giftzauber. Ja, Golem schon relativ kacke laufen, wo ich zu dem Moment noch dachte, es läuft ziemlich gut. Ich dachte, ich schaffe mindestens 50%. Aber da habe ich mich echt überschätzt, die Päcker gesetzt. Und dann kam der echte Fail. Was ist hier passiert mit den Magiern? Na genau, die Magier haben echt nicht hinbekommen. Ah, die X-Plünger haben die richtig geröstet, richtig getötet. Jetzt wurden nämlich die Päcker rasiert. Die Magier waren down und konnten den Drachen nicht töten. Ja. Jetzt waren nämlich der Drache und die Päcker noch down, die konnten dann auch nicht alleine. Du bist ein Scheiß. Und die Päcker alleine dann mit dem Drache über sich, die können nichts reißen, das war ein bisschen bitter, habe ich keinen Siegbonus mehr bekommen. War mein Siegbonus nicht so hoch, aber Leute, ich sag nur selber schuld. Man macht das eigentlich nicht. Man geht eigentlich nicht auf Siegbonus, ist eigentlich unhöflich oder eigentlich asozial gegenüber des Clans. Habe ich eigentlich meine gerechte Strafe bekommen und gefailt. Und jetzt schauen wir uns noch den Angriff vom lieben Nunu an. Zwar hat hier den Nunu. Habe ich ihm empfohlen, Leute, ich bin schuld an diesem Angriff, tut mir echt leid. Habe ich ihm empfohlen, greifen mit Oliver Kühn an. Denn wer meine Clan Krieg Live-Folge bis zum Ende geguckt hat, hat es gesehen. Ich habe mit Oliver Kühn angegriffen, habe Radius 9er, 2 Sterne mitgenommen. Mit X-Bögen Radius 9er, 2 Sterne mit Oliver Kühn. Deswegen dachte ich mir, ja komm, mach das auch mal. Nunu habe ihn angeschrieben, hat dann eine Queen und sowas. Alles anders meiner Klasse haben mir das gesagt. Meinte er, yo, versuche ich mal, ist ja ganz nice eigentlich. Aber mir hat es leider, es liegt wirklich an mir, weil ich ihm das empfohlen habe. Eigentlich bin ich ziemlich dumm eigentlich, dass ich ihm das gesagt habe. Naja, dann war das ein kleiner Fail, sage ich dazu nur. Ja, ihr seht hier. Wiederholung wird irgendwie auch keine mehr hier geteilt, dann schauen wir uns einfach nur Clan-Wiederholungen an. Naja, ganz gut, als die Clan drum so getötet, aber dann kam halt die Valkyrie und die Valkyrie. Er kam nicht so viel dafür, die Valkyrie sind ein bisschen scheiße gelaufen, Mauerbrecher haben die Mauer aufbekommen. Mauerbrecher hatte ich an deiner Stelle eh nicht mitbekommen, Wutzauber, dann sind Valkyrie hier. Nein, aus dem Wutzauber wieder raus, da drüben auch aus dem Wutzauber wieder rausgelaufen. Heilzauber und die Valkyrie sind auch halb wieder rausgelaufen, Wutzauber, dann waren die Valkyrie schon fast tot. Also, da kann ich ihm nun echt nichts vorwerfen, guck mal, wie die Valkyrie gelaufen sind. War echt viel Pech dabei. Es hätten locker 2 Sterne werden können, aber war viel Pech dabei. Die Valkyrien echt schlecht gelaufen. Nunu war bei diesem Clan eben ziemlich schlecht, sage ich mal. Sorry, wenn ich das sage. Aber es ist ja auch nicht so schlimm. Also der Nunu, du bist. Also er ist eigentlich, Leute, er ist jeden Clan eigentlich dabei. Weil er echt gut angreift, meistens. Man kann mal failen, Leute. Ich hatte auch mal Clans, wo ich gefailt, aber da sage ich noch nichts gegen. Ich hasse so Leute, die immer failen. Aber er, guck mal, er holt jeden Clan kriegt meistens. Richtig viele Sterne, ich sag jetzt mal 2 oder 3 und 2 im Rathaus 9 erreichen ja vollkommen aus. Manchmal auch 3, das ist echt richtig starker Spieler. Richtig starker, ja. Und deswegen lassen wir aber mitmachen. Das war jetzt halt ein Fail-Clan-Krieg für ihn. Aber finde ich okay, da sage ich dann nichts gegen und ja. Wir haben nicht so viel aufgeräumt. Der Clan, wir sieht auf, wie wenig Sterne wir geholt haben. Aber der Gegner war halt noch schlechter. Den Angriff habe ich mir selber auch noch gar nicht angeschaut. Ich muss noch mal schauen. Oh, mein Speicherplatz wird. So, hier waren wir stehen geblieben und zwar wurde ich angegriffen von der Nummer 8, das war ein bisschen peinlich, Nummer 8, also einer unter mir hat mich angegriffen, na gut, der Drachen Level 3, oh, den Angriff habe ich mir selber noch gar nicht angeguckt, ich wundere mich, mit Drachen hat er meine Base geplättet, das ist echt peinlich, mit Drachen, what the fuck, das ist peinlich für mich, Leute, das muss ich ehrlich zugeben, oh, nice, hier ein nicer Drache bei mir in der CB. Hat seinen King ziemlich rasiert, dann hat er seinen Drachen gesetzt als Gegenwehr. Ey, warum haben das die nicht geschafft? Mal meine Luftabwehren. Ich habe so eine starke Base gegen Drachen. Bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Oh, das ist ja gut. Scheiße, ja, da konnten sie echt nicht viel ausrichten. Oh, der Luftwehr auch nicht ganz so gut platziert. Oh, meine Clan-Truppen haben echt auch gut aufgeräumt. Ist ein bisschen umgelaufen. Wir haben jetzt eine Wiederholung bekommen. Ne, wir haben doch keine Wiederholung bekommen. Ja, gut. War ein bisschen bitter für meine Base. Und wurde sie doch noch einigermaßen geplättet, sage ich mal. So, Drache ist auch down jetzt. Der auch noch tot. Wir schauen uns gleich mal eine Wiederholung an, dann beende ich auch die Folge, Leute. War jetzt eine Wiederholung vor? Ich hoffe, ihr fandet aber auch mal sowas vielleicht auch mal ganz interessant, sage ich mal. So, zackig, zackig. Ja, was haben denn die noch? Oh. Wir schauen einfach mal die Kriegsereignisse und schauen einfach mal auf Kriegsstatistik und schauen einfach mal historische Verteidigung.
Ach, Frankfurt hat sich historisch verteidigt. Da habe ich ja gar nichts zu tun. Schauen wir uns ja noch an. Und zwar hat mein Bruder historisch verteidigt gegen die Nummer 9. Keine Ahnung, was passiert ist. Okay, Bogenschütze gesetzt. Jetzt Kleinburg kommt raus. Ich glaube historisch, das heißt so. Mein Angriff war halt so ein bisschen komisch, weil ich halt schlecht angefangen habe und dann noch die Sterne geholt habe. Ich glaube, das ist so mit historisch so ein bisschen gemeint oder so. Ich verstehe es selber nicht ganz genau. Oh mein Gott, den Angriff habe ich gesehen. Guck mal, er setzt den Gift auch. Oh mein Gott, da könnte man sich so aufregen über so einen Scheißangriff. Der setzt den. Oh, der hat den Giftzauber gesetzt, dann lockt er den Drache. Leute, der braucht eine Minute und 30 Sekunden, um die Scheißklamauk zu hören, weil es so dumm dafür ist. Aber egal. Das ist unmöglich. So, Drache fast down. Wir haben jetzt schon. Guck mal, ein Angriff, der hat die ganze Zeit ausgenutzt. Der hat am Ende wieder Zeit verkackt. Das heißt, der hat jetzt schon 1 Minute und 10 Sekunden gebraucht für die Klamburg. Super, die Hälfte der Zeit hast du fast weg. So, Drache wird erstmal schön gewartet, bis der tot ist. So, immer warten, bis Drache tot ist. So, jetzt ist der Drache tot, jetzt setzt er die Riesen. Ist natürlich gut gedacht, man sollte die Riesen etwas früher setzen. Zwei Heilzauber, natürlich. Ist natürlich eine gute Idee, zwei Heilzauber übereinander zu setzen. Also, Leute, zwei Heilzauber heilen doppelt. Nein, heilen sie nicht, Mann, das ist so behindert. Oh mein Gott, Freunde, das ist echt ein Scheißangriff. Bam, ah, jetzt weiß ich, warum das ein historischer Angriff ist. Ja, ihr seht es, wie zwei Heil trinken. Oh mein Gott, oh mein Gott, König direkt gezündet. Was machst du denn in deinem Leben außer. Weiß ich doch nicht. Nächster Heilzauber, das war jetzt sogar im Endeffekt noch ganz gut, alles, wie er es geregelt hat. Hat jetzt noch drei Drachen und eine Minute Zeit. Habe ich mich so gefragt, Beast to Bean, dann willst du drei Sterne oder nicht? Weil guck mal, er müsste jetzt die Drachen setzen, wenn er wirklich noch drei Sterne und möchte. Jetzt hast du nur 30 Sekunden Zeit gleich. 30 Sekunden Zeit. Okay, er setzt langsam zwei Drachen. Jetzt kommt ein Heiler. Warum kommt der Heiler jetzt? Ich verstehe nicht, warum er jetzt einen Heiler setzt. Ein Drache hat er noch. Guck mal, er hat noch einen Drache. Und der Angriff geht noch 10 Sekunden. Und die zwei Drachen sind noch nicht mal angeschlagen. Und die haben noch voll Leben, also er kann noch richtig rasieren. Jetzt. Sieht er, oh, wir haben ja nur noch 7 Sekunden, dann setze ich mal den letzten Drache. Dann lohnt es sich ja richtig. Lachhaft, lachhaft, lachhaft. Der Heiler alleine, ja, boah, das war so ein schlechter Angriff. Zeit, warum? Hätte locker 2 Sterne werden können, hätte er vernünftig gemacht. Hätte ich die Taktik gehabt, vielleicht, wenn es auch. Das sollte heißen, dass ich gut im Angreifen bin, aber hätte jemand anders die Taktik benutzt, der vernünftig angreifen kann, wären es 3 Sterne geworden. Soll es nicht sein, ob ich der Profi bin. Wir sind in der Folge, keine Wiederholung geteilt, habe ich mir einfach gesagt. Schauen wir, bis auf den Klarkrieg. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut. Tschüssi.